Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Super Kirby Clash mit einem neuen Passwort-Video. Ja, diesmal für den Monat, Dezember bis Januar, gell? Und dann fange ich auch gleich damit an, jetzt mal einzugeben. Ist zum Glück auch mal wieder kein japanisches Passwort, heißt, es sollte ein bisschen einfacher sein für die meisten und auch für mich vor allem. Deswegen muss, ja, jetzt muss ich erstmal wieder umstellen. Hier merke ich gerade, ganz gemütlich wieder nach oben auf Deutsch oder Englisch, ist komplett egal. So. Und alles wieder groß schreiben, nicht vergessen. So. Und der erste Buchstabe ist ein R. Dann haben wir ein O. Dann ein A, S und T. Ja, Roast. Und dann haben wir hier ein CH, I, CK, ja. E und N. So, Roast Chicken. Also, wenn man es übersetzen würde, einfach Brathähnchen in dem Sinne. Gibt dann natürlich wieder schön gemütlich 10 Apfeljuwelen. Was mich vor allem freut, weil dann habe ich einen Tag weniger zum Farmen von den Apfeljuwelen an sich. Gell? Und für euch natürlich auch vielleicht ganz praktisch, für die Leute, die halt keine Apfeljuwelen kaufen, dass ihr dann ja auch im Schrittchen näher kommt zu dem, was ihr erreichen wollt im Spiel. Gell? Ja, und auch dieses Passwort ist natürlich wieder limitiert. Also heißt, nur bis zu einer gewissen Zeit nutzbar. Und zwar bis zum 4. Januar 2021. Und ja, habt ihr natürlich wieder einen Monat Zeit dafür. Und ja, ansonsten, was bleibt mir anderes zu sagen, außer ja, ich bedanke mich ja wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir gerne einen Daumen hoch geben. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Super Kirby Clash Passwort Videos sehen wollt. Oder von meinen anderen Let's Plays. Und nicht zu vergessen, immer schön die Glocke zu aktivieren, ingame wie auch bei YouTube, damit ihr keine weitere Folge verpasst. Und auch nicht vergessen, dass ich jeden Freitag und Samstag ab 18 Uhr streame auf Twitch, genau. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.